Nun sitzt er also vor mir, den wir eigentlich nur im Fleischerhemd kennen. Heute hat er eine Jogginghose an und ein Jogging-Shirt. Aber sonst sieht er eigentlich noch immer so aus, wie man eigentlich kennt. Mit seiner ziemlich dicken Brille. auch als die von, die ist eigentlich jetzt, ist das eine neue oder ist es immer noch dieselbe? Ist immer noch die alte. Ist immer noch die alte. Hängst du da irgendwie dran? Ja, solange die ganze ist, setze ich sie auf. Also wer es noch nicht gerafft hat, er ist jetzt da, der Liedermacher und der Baggerfahrer Gerhard Gundermann. Vor seinem Soundcheck im Anker fürs Konzert heute Abend ist er bei uns im Studio mal kurz reingekommen. In deinem Tourneeplan steht ja immer vorsichtshalber der Spruch, Veränderung leider möglich, weil du nicht selten vor einem Auftritt nochmal einen Dienst hast, nochmal eine Schicht fahren musst als Baggerfahrer. Ist das richtig? Ja, ja, das ist die Norm eigentlich. Ja. Hast du heute auch nochmal arbeiten müssen? Hast du heute schon gebaggert? Ja, ich komme von der Frühschicht und fahre dann wieder los zur Frühschicht, ja. Wie, von wann geht denn die Frühschicht los? Von wann bis wann? Na, ich muss um 5 Uhr da umgezogen dastehen. Also fährst du jetzt noch nachts zurück und ja, zieh mich um und geht dann los. Bleiben wir erstmal beim Baggerfahrer Gerhard Gundermann. Damit verdienst du ja auch dein Geld. Also du hast eine Frau und 3 Kinder zu versorgen und das willst du nicht mit Musik machen. Richtig. Du gräbst noch in der Lausitz, aber ich habe irgendwo gelesen, dass am 1. Mai, dass du das gesagt hast, am 1. Mai 96 die Grube dort leer ist. Ja, wenn wir weiter so kacheln wie bis jetzt, ja, es kann auch sein, dass sie bis zum 7. Oktober hinzieht oder so. Ja. Also auf alle Fälle in dem Bereich 1996 ist die Grube alle. Ja, und was machst du denn dann? Du hast ja gesagt, du willst mit Musik kein Geld machen. Also. Ja, dann lerne ich um auf Fahrradmechaniker oder Naturheilpraktiker oder Müllmann. Irgendwas werde ich neu im Beruf lernen, ja. Naturheilpraktiker? Ja, würde mich interessieren. Ich würde gerne Tiere mit, so heilen, so nicht mit Medikamenten, sondern so mit besprechen und so. Und fehlt dir der Bagger dann nicht, oder was? Den kaufe ich vielleicht, stellen wir in den Garten, da überlege ich noch. Die wissen nämlich nicht, wohin denn mit den Dinger sollen. Dein Bagger soll ja, wie heißt der, Brigitte oder dein... Die Grube hieß Brigitte. Ach, die Grube hieß Brigitte und dein Bagger hat ja auch einen Namen gehabt. Mein Bagger hieß 1417. Der war genauso alt wie du, ne? Genau, ja. Der ist 1954 gebaut in Lauchhammer. Du als schreibender Kumpel äußerst dich ja eigentlich auch ziemlich oft politisch und du hast mal ganz nach dem Soziologen Barrow gesagt, wenn es eine Rettung für die Welt gibt, dann nur die einer Ökodiktatur. Seitdem nennen sich dann die diversen Zeitungen immer den Ökoterroristen. Bist du das wirklich? Bist du ein Ökoterrorist? Naja, also in der praktischen Ausführung noch nicht so, es kann sich ja noch dahin entwickeln. Ich habe einfach mal gesagt, normalerweise, wenn die Kollegen hier so unbedingt mit 160 auf die Arbeit fahren müssen, obwohl keine Not ist, habe ich gesagt, eigentlich müsste man dann im Straßengraben liegen mit der Panzerfaust und müsste die Leute wegrochen, die über 120 fahren. Und deshalb bin ich da der Ökofaschist oder Ökoterrorist. Aber ich denke schon, dass es nur geht mit ziemlich harten Zwängen, also freie Fahrt für freie Bürger wird sich nicht machen lassen. Bist du Führer da fallen? Bitte? Bist du für Radarfallen? Ja, ich fahre auch oft genug rein. Also ich dachte schon, du sprichst dich jetzt gegen Radarfallen aus, dann hätte ich gesagt, nee, du bist nicht mein Freund. Nee, ich bin natürlich der, ich fahre natürlich auch öfter mal zu schnell und muss dann büßen, weil ich irgendwo denke, ich muss unbedingt dann irgendwo da sein. Man muss jeden Tag, das ist das Problem, dass man, wenn man diese Erkenntnisse hat, wie man sich verhalten müsste, eigentlich dass jeden Tag neu durchkämpfen muss gegen sich selber und gegen die Umstände und gegen die ringsherum drängeln. Aber bevor du Baggerfahrer geworden bist, hast du ja eine Ausbildung als Offiziersschüler angefangen. Ja. Die Offiziersschule hat dich nicht lange behalten. In deiner Abschlussbeurteilung vom 28. April, da steht, du seist überheblich durch Wissensvorsprung, faul, nervös und du hast starke Schwierigkeiten mit den politischen Schulweisheiten der Armeepraxis. Woher weißt du das? Ja, das habe ich gelesen. Hier ist doch los. Was hast du denn für Probleme mit der Armee? Ach naja, das ist das Übliche, man geht hin, weil man denkt, man wird die linke Hand von Ernesto Che Guevara und dann ist aber da nichts da. Mit Che Guevara war da nicht, da war, dass man grüßen musste und da haben wir 2 Stunden im Selbststudium geübt, einrücken mit Schultasche ins Unterrichtsgebäude und das war nicht so Che Guevara-mäßig. Und dann gab es eben noch ein paar Sachen, naja, weiß ich auch nicht. Also es hat schon genug Gründe gegeben, sich irgendwie anzulegen. Na, bist du denn richtig ein guter Soldat geworden? Also nee, das war ja mein Problem. Ich wollte immer Politoffizier werden. Ja. Und weil taktisch ging nicht, weil ich war so blind, dass ich die Fahrerlaubnis für den Schützenpanzer gar nicht erst antreten durfte. Und beim Schießen war es so, die anderen haben geballert. Ich habe immer noch Scheibe gesucht. Die waren alle fertig, haben ihre Ringe gezählt. Ich habe immer noch nach meiner Scheibe gespäht. Die auch noch irgendwo stand, die habe ich nicht geortet.
Jetzt haben wir schon ein paar Berufe genannt. Aber am Anfang von allem, so mit 21, da war es doch dein größter Wunsch, Agent zu werden. Ja. Wie hätte denn der Agent Gundermann ausgesehen? Ja, weiß ich auch nicht, so mit so Tauchen. Ich wollte immer so tauchen, so Agent, so tauchen und dann so. Also Tauchagent? Tauchagent wollte ich werden, ja. Wie, also es ist richtig so, ich dachte, es ich habe mir das so vorgestellt, dass du dann ich so mit der Schiebermütze irgendwo... Nee, für mich, also nicht Schiebermütze, war nicht, so entscheidend war so dieser, weiß ich, auf Tatsachen beruhende, das Buch hier, dieses Four Eyes Only, wo dieser... Hm. Es gab ja den Plan für eine innerdeutsche Polizeiaktion, wo quasi also der Anschluss der DDR oder der Sowjetzone mit einer innerdeutschen Polizeiaktion stattfinden sollte. Ja. Und der wurde ja dann irgendwie 1956, glaube ich, durch so einen also normalen Proleten, so wie ich, der hat das irgendwie, ist da irgendwie da eingestiegen in das Geheimdienstgeschäft. So. Also ich hatte doch das nur gereizt, um mal in den Westen zu kommen. Nee, mich hat gereizt, dass man persönlich also sehr effektiv sein kann. Also sozusagen, dass das, wo sonst eben 10.000 Mann eingesetzt werden müssen, dass man das alleine schaffen könnte, das hat mich gereizt. Also persönliche Effektivität hat mich gereizt. Ja. Natürlich für die gute Sache. Das war aber früher wahrscheinlich anders noch als jetzt. Jetzt ist es vielleicht auch nicht mehr so möglich. Wir haben jetzt erstmal einen Song von Gerhard Gundermann. Wir haben uns den Sieglinde-Song ausgesucht. Der ist ja auch so ein bisschen autobiografisches Gerhard Gundermann mit Sieglinde. Bitte ruf an. Die Seilschaft bei Gerhard Gundermann sind 6 Musiker, gerade haben wir einen Song gehört, Sieglinde. Das sind Leute aus den Gruppen wie Mona Lisa, Setzei und am Schlagzeug sitzt Tina Povileit, die ist ja auch Schauspielerin. Hier bei mir im Studio ist immer noch Gerhard Gundermann mit seiner Managerin, die sich das wahrscheinlich alles so ein bisschen anhört, was er sagt. So ein bisschen wird das wahrscheinlich dann auch noch ausgewertet, damit er vielleicht nicht das Falsche sagt. Das Lied, was wir jetzt gehört haben, ist von 93 und das handelt davon, dass du selbst Sieglinde bist, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, also es ist so, dass damals gab es ziemlich verkrampftes, wie ich fand, und naja, also kein Verhältnis zu dem Begriff IM und zu den Leuten, die dahinter stehen. Also ich muss das sagen, weil ich selber einer war, kann ja, ich ja sagen. Dazu. Kann ich ja hier. Schön, dass du es selber sagst. Ja, logisch, ja klar. Also ich weiß, also da ich auf beiden Seiten stand, eigentlich, dass also IMs nur nicht unbedingt Leute waren, zumindest nicht in der Mehrzahl, die nur da angestellt waren, mitzuschreiben, wenn andere Leute einen Witz über Erich Honecker gerissen haben und den dann nach Bautzen zu schaffen. So hat das ja nicht funktioniert. Was heißt auf beiden Seiten gestanden? Naja, also ich habe sowohl als IM fungiert und war auch sicher die Zielperson. Also du hast aber auch Honecker-Witze erzählt. Ja klar, logisch, aber darum ging es ja auch nicht. Also ich, auf meiner Verpflichtungserklärung stand nicht, dass ich Leute nach Bautzen schaffe, sondern dass ich versuche, den Sozialismus zu beschützen. Und das wollte ich eigentlich immer machen. Das würde ich heute auch wieder unterschreiben. Also du hast das so richtig aus innerem Antrieb gemacht, weil du den Sozialismus beschützen wolltest? Naja, aus dem Grunde habe ich in dem Verein mitgemacht, wie in anderen Vereinen auch, wie bei der NVA auch oder im FDGB. Und aus dem Grunde bin ich aus dem Verein noch wieder ausgetreten, weil da eben Sozialismus nicht gemacht wurde. Aber wie ist denn das rausgekommen? Du hättest das doch eigentlich gleich sagen können. Nee, das Problem, also na klar, hätte man sagen können. Die Sache ist so, dass du als sogenannter Täter ja eigentlich nicht an deine Papiere rankommst. Sondern du. Ja, wieso? Du brauchst ja nicht deine Papiere dazu, du wirst es doch nicht. Nein, du musst. Das Problem ist so, dass du ja, wenn du also als IM fungierst, weißt du ja, das habe ich ja erst hinterher mitgekriegt, also an welchen Sachen man beteiligt ist, das war doch dann. Weiß man ja nicht, wozu die Informationen dienen, die man da auch durchaus beschafft. So, und da wollte ich erstmal wissen, was überhaupt los ist. Also was da überhaupt passiert ist. Ja, ihr habt ja dann ganz normal weiter Musik gehabt und du hast dann gesagt, du hättest keine Lust, zwischen zwei Nummern zu sagen, dass du IM bist. Also das wäre dir dann zu kalt gewesen oder hättest die Leute mit geschockt. Nee, es ist so, also ich, wenn du darüber redest, das Problem ist, man kann ja eigentlich nicht darüber reden, weil man muss ja eigentlich stundenlang erzählen, wie es dazu gekommen ist, was überhaupt dort passiert ist, weil die landläufige Vorstellung von IM ist es nur eigentlich nicht. In meinem Falle nicht und in dem Falle von anderen Leuten auch nicht. Deshalb habe ich auch Sieglinde geschrieben, einfach, also was auch aus, auf eben persönlicheren Erlebnis beruht, und will also eigentlich nur sagen, dass da doch also auch eine positive Beziehung besteht. Du hast deine IM-Berichte selber PETS-Berichte genannt.
Also am Anfang, ja, das war am Anfang so, also ich bin, also sozusagen, ich habe mir das alles nochmal durchgeguckt und da sind mir auch also die Intentionen und Hintergründe wieder mit aufgetaucht eigentlich. Also heute, damals, wo ich das alles gelesen habe, war ich ein bisschen erschrocken, weil an viele Dinge kann man sich noch nicht mehr erinnern nach 15 Jahren. Ja. Und wenn ich das heute lese und weiß, was da im Umfeld passiert ist, bin ich nicht mehr so erschrocken, sondern ich habe, denke ich, schon ganz gut abgewogen, was geht und was nicht geht. Also du hast mal einen Sänger als politischen Chaoten angeschwärzt, ohne politische Weltanschauung. Ach, Unfug. Das stimmt nicht. Das ist Unfug. Ja gut, also wenn du sagst, es ist Unfug, ich habe es aber gelesen. Es ist so, ich habe keinen Sänger angeschwärzt. Es ging darum, jetzt muss ich wieder erzählen, stundenlang, ja. Es ging darum, dass also zu jedem, der neu in diesen Singleclub eintrat, da dieser Singleclub ein Outlandskader war, musste also da quasi so ein persönliches Profil passieren. So, und der, und ich habe bei allen Leuten, die da mitfahren wollten oder sollten, immer dazu geschrieben, dass ich dafür bin, dass sie da mitfahren, da in dem Westen, auch wo ich selber nicht mitgefahren bin, weil ich nicht durfte. Weil ich dachte, sie kommen schon wieder. Und wir waren auch die einzige Truppe, wo am Ende alle Mitglieder mitgefahren sind. So, und es waren sozusagen, war wichtig, dass sämtliche Leute, die sich neu für den Siegelclub bewerben, da auch. Und da war ein Mensch, der also sozusagen völlig außerhalb aller Regeln, also auch heute lebt. Ja. Und wo ich wusste, also mit dem kannst du da nicht irgendwo hinfahren, mit dem kannst du auch nicht nach Rostock fahren. Na, hat denn aber niemand von deinen Freunden irgendwie gesagt, nee, hör doch mal auf, Gundi, mach das nicht, das ist scheiße. Naja, so wegen IM und so. Was? Naja, also jetzt so. Das war doch geheim. Ich hab's doch keinem gesagt. Du hast es wirklich niemandem gesagt. Also es wusste wirklich keiner. Nee, erst hinterher, wo das vorbei war. Na, wie haben die reagiert? Wer? Na, deine Freundin. Nee, ich habe das niemandem erzählt, nur hinterher, wo es vorbei war. Also zu den Ärzten habe ich mit meiner Frau das also besprochen. Und ansonsten, ich meine, geheim ist geheim, also muss man sich auch ein bisschen. Ja, aber so im Nachhinein, als es dann rausgekommen ist, dann hast du ja auch sicherlich oder hast du keine Freunde? Ja, doch. Wie haben die reagiert? Was haben die gesagt? Die meisten hatten das Vertrauen nämlich, dass ich das schon irgendwie richtig abgewickelt habe. Und es gab Leute, die natürlich auf Distanz gegangen sind, die da ein anderes Verhältnis dazu haben. Also, weil ich denke, ich bin da relativ entkrampft und andere haben eben da andere Erfahrungen gemacht. Wisst ihr, also ich habe bestimmt, was andere Leute immer so sagen, was sie gelitten haben, das habe ich bestimmt auch alles erlebt. Was ich habe gesagt, es hat mich stark gemacht und sie haben eben gelitten. Es ist dasselbe passiert. Ich habe dazu eine andere Einstellung. Was mich nicht kaputt macht, macht mich stark, oder was? Ja, so ungefähr. Ja. Heute Abend bist du jedenfalls mit deiner Seilschaft wieder auf der Bühne. Du sagst, wenn du mit deiner Band spielst, dann kannst du dich wenigstens verkrümeln hinter irgendeinem Saxophonisten oder so. Machst du es heute auch wieder? Oder? Ja, manchmal. Gehst du heute in die Offensive? Nee, manchmal muss ich mir die Nase putzen. Da ist schon besser, wenn vor einer Musik stattfindet. Wenn ich Solo spiele, ist das immer blöd, auf der Bühne sitzen und sich die Nase zu putzen. Das war im Studio Gerhard Gundermann, oder er ist immer noch hier. Er ist Baggerführer, Liedermacher und Ökofaschist. Heute Abend 21 Uhr im Anker zu sehen und zu hören. Und wir haben auch 3x2 Freikarten. Und wer die haben will, kann natürlich anrufen. Die Nummer 2x2 höre ich gerade. 2x2 Freikarten sind es bloß. Die Nummer ist 97377976. Ich sage nochmal die Nummer direkt hier, Mephisto 97377976. Und Gerhard Gundermann, der sagt jetzt nochmal seinen nächsten Titel an. Der hat nämlich eine neue CD rausgemacht, die heißt Frühstück für immer. Frühstück für immer, 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 Frühstück für immer,
Fröhlichen Heune haben wir den alten Hammer fallen lassen. Der Kopf war noch ganz krank und die Arme waren schon lang. In der Kantine stierten wir in unsere alten grauen Kaffeetassen, träumten hier im Eisenland von einem fernen weißen Strand. 5 minutes vor 10 wünschten wir die Uhr blieb stehen. Es ist 19.45 Uhr. Mephisto 97.6. Die Schlagzeilen.